Powered by C4 Engine. Was wird es wohl sein? GML Studios war dran beteiligt. Was wird es wohl sein? Und eine Deutschlandflagge ist im Hintergrund. Ich glaube, jetzt müsste man langsam drauf kommen. Und wenn es jetzt noch Published by Aerosoft ist, was wird es wohl sein? Okay, jetzt müsste es eigentlich jeder wissen. Genau, World of Subways. Und zwar World of Subways Volume 2. Hier bei Nordrhein TV Play mit mir, dem Zengels. Ja, ich habe es ja angekündigt, ich werde irgendwann mal ein neues, altes Let's Play machen. Neu, weil für mich ist das Spiel neu. World of Subways Volume 2 habe ich noch nie gespielt. Ich habe World of Subways Volume 1 und World of Subways Volume 4 gespielt, aber World of Subways Volume 2 noch nie. Aber das Spiel ist halt schon etwas älter. Deswegen nenne ich das jetzt einfach mal neu, altes Let's Play. So, und an dieser Stelle auch direkt mal vielen Dank an GamesPlanet für die Bereitstellung von diesem Spiel. Lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizugucken, gibt es ganz interessante Angebote. So, wir sind jetzt auf jeden Fall hier in Berlin. Wir verwalten mal kurz unsere Profile, oder beziehungsweise mein Profil. Ja, ist alles korrekt. Korrekt, korrekt, hier geht mal was ab. So, jetzt können wir hier Fahrplan erstellen und Aufgabe starten. Und das ist ganz interessant, weil ich glaube... Ja, ich bin mir sicher, weil ich habe ja den ersten Teil gespielt. World of Subways, das ist ein richtiger Zungenbrecher. World of Subways Volume 2 ist der erste Teil von World of Subways, wo man Aufgaben spielen kann. Und ich denke, das machen wir auch direkt mal. Und Pendelverkehr. So, Aufgabenbeschreibung zwischen Möckernbrücke und Hermannplatz, besteht kurzzeitig Pendelverkehr wegen unaufschiebbarer Reparaturarbeiten. Sie haben alle Hände voll zu tun, die Fahrgäste schnell zu befördern, denn es herrscht gerade der morgendliche Berufsverkehr. Ta, ta, ta. Starten wir einfach mal. So, hier sind wir und in einem alten Wagen. Und ich muss jetzt nochmal ganz kurz, es tut mir richtig leid, aber ich muss nochmal ganz kurz in die Tastatureinstellung gucken. Weil, Ja, okay. Ich glaube, ich hab's. Wir müssen jetzt erstmal die Instrumentenbeleuchtung an, die Fahrgastraumbeleuchtung und öffnen die Türen. Machen die Uhrzeitanzeige an und Stationsmonitor und packen wir den mal hier unten hin. Und was brauchen wir denn noch? Wir brauchen noch das hier, weil wir sind ja Pendelbetrieb. Oder steht da auch irgendwo Hermannplatz? Hermannplatz. So, das wäre dann korrekter. Wir haben hier Abfahrt um 7.30 Uhr. Dann können wir mal ganz kurz das Cockpit verlassen und in den Fahrgastraum schlüpfen. Sieht man schon. Ich find's ganz nett. Also man muss sich bedenken, das Spiel ist jetzt schon quasi uralt, ne? Hermannplatz. Und ich finde, es sieht schön aus, weil ich erinnere mich noch damals, also das ist ja jetzt auch schon, wann ist, wie viel, 2000... Ich meine 2009 oder 2000, nee, noch früher, glaube ich sogar. Ich habe auf jeden Fall das in so einer Simulatorenzeitschrift gelesen, dass es dieses Spiel gibt, und ich war total fasziniert davon. Ich wollte das immer spielen und ich habe es bis jetzt einfach noch nicht gespielt, und jetzt spiele ich es und bin richtig begeistert. So, 230 Meter bis zum Notausstieg. Lebensgefahr. Tunnel nur im Notfall nach Aufforderung durch das Betriebspersonal betreten. Wir müssen jetzt aber langsam mal wieder in die U-Bahn gehen, aber wir können mal ganz kurz hier entlang gehen und ein Feature zeigen von dieser Version, was die anderen Versionen, glaube ich, nicht haben. Also erstmal hier auch Werbung ist natürlich auch mit am Start wieder. Taxi gefällig, Ruf 0815. Oder hier, 699 Euro für die Frau oder was? Naja, egal. Nur Chancen auf Finanzierung. Uran, wir machen teuer. Aber das Feature ist, wir können springen. Richtig toll. So, wir müssen jetzt einfach mal reingehen, sonst wird das hier nichts. Und wir machen mal kurz das Licht an und wir machen mal kurz hier... Einsteigen bitte. Mehringdamm. Nein. Übergang. Entschuldigung. So. Ich hoffe, wir haben es jetzt richtig gemacht. Ich glaube nicht. So. Boah, es ist laut. So, und los geht die Reise. Was ist denn hier erlaubt? Wahrscheinlich nicht.
Beispiel. Boah, ist das laut. Ist ganz interessant. Man muss nämlich hier einmal den Siefer-Taster drücken. Machen wir kurz hier Licht an. Man muss den Siefer-Taster drücken und dann noch die Siefer an sich heranziehen. Also zwei Sachen. Ich weiß nicht, warum das so gelöst ist. Aber wird schon seine Richtigkeit haben. So. 40 dürfen fahren. Ich würde sagen, dann tun wir es auch. Und hier richtig cool. Brücke im Tunnel. So, jetzt geht's hier runter. Perfekt. Man muss halt wirklich bedenken, dass das Spiel schon wirklich etwas älter ist, natürlich, ne? Aber ich finde, dafür geht's auf jeden Fall. Nieringdamm. Übergang zur U6. Dieser Nein! Endet hier. Okay, man merkt, ich hab's noch nicht so ganz drauf. Sind wir in Langzug? Da müssen wir nämlich da hinten halten. Ausstieg rechts. So, einmal kurz ein- und aussteigen lassen. Einsteigen bitte. So. Und weiter geht's. Ja, Bremsen lösen. Hier sieht man, jetzt baut er wieder Druck auf. Toll. Also ich finde, U-Bahnen haben immer was. Und jetzt hier Berlin, ne? Das ist doch schön, das ist doch schön. Ich hoffe, euch gefällt es auch, weil ich habe wirklich gerade so dieses... So ein gewisses Feeling einfach, was wunderschön ist. Wie gesagt, hoffentlich habt ihr das auch, weil... Es ist natürlich jetzt grafisch, ne? Aber man sieht auch die Entwicklung, wenn man jetzt wieder so ein bisschen, also nachdem ich jetzt längere Zeit hier World of Subways Volumen 4 gespielt habe, und ich werde es auch noch weiterspielen, keine Sorge, da kommen noch Folgen, aber es ist zurzeit alles etwas chaotisch. Hier auch schon wieder eine Bahn unter, eine Brücke im Tunnel quasi. Es ist zurzeit alles ein bisschen chaotisch, deswegen, es kommt noch was, seid gewiss. Melde keine besonderen. Wir können auch Funksprüche abgeben. Haben verstanden, rein für Ihren Fahrplan ein. Torsage Händler. Naja, auf jeden Fall, ich finde das richtig cool, weil man sieht einfach auch so die Entwicklung so ein bisschen, ne? Gneisenaustraße. Ausstieg links. Das finde ich cool. So. Und Türen auf. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. Ach, zurückbleiben bitte, hatte ich gerade vergessen. Das ist auch ganz interessant. Also hier muss man wirklich die Ansagen auch wieder selber machen. Das ist ja im ganz neuen Teil, also World of Subways Volume 4, nicht so. Das haben auch einige bemängelt, aber das ist scheinbar so, weil da gibt es ja immer den Schaffner, ne? Also braucht man theoretisch gar nicht jemanden, der das dann nochmal separat macht. Beziehungsweise der Lokführer muss das nicht machen. Sagen wir es mal so, es macht jemand separat, nämlich der Schaffner an Bord. Quasi der Zugführer, ne? Also nicht der Lokführer, sondern der Zugführer. Der die Aufgabe hat, quasi alles rund um den Zug zu managen und so. Und ja. So, jetzt 2,5, also 25 km/h. Südstern. Ausstieg links. Die Kurven finde ich ein bisschen scharf hier. Weiß ja, also so wird man einfach nicht hin und her geschleudert, glaube ich. Ich bin ja schon mal des Öfteren mit der Berliner U-Bahn gefahren, aber... Aha, hier, das sieht schon nach Baustelle aus. Interessant. So. Türen auf. Ah, haben schon 2 Minuten Verspätung. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte.
Deswegen geht's jetzt auch direkt weiter. Komm schon. Perfekt. Wunderschön. Also ich mag das richtig hier. Ja, und wie gesagt, ich finde die Entwicklung halt so cool, weil ich finde die Teile, ich muss wirklich sagen, es ist gelungen. Es ist gelungen. Hier ist auch wieder dieses U-Bahn-Gefühl ist wieder da. Oh, wir hätten noch gar nicht so schnell fahren dürfen. Egal. Aber es ist wieder dieses U-Bahn-Gefühl, was World of Subways wirklich ziemlich gut rüberbringt. Auch wenn man jetzt im Detail vielleicht dann hier und da was zu bemängeln hat, aber dieses Gefühl von U-Bahn, das finde ich schon genial. Ja, man muss hier leider wirklich etwas bemängeln. Das werde ich gleich machen, wenn ich nach draußen gehe. Hermannplatz, Übergang zur U8. Weil es gibt wirklich was zu bemängeln. Das ist quasi ein Fauxpas. Ausstieg links. Dieser Zug endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Und zwar ein Fauxpas sind die Durchsagen. Sie sind nämlich nicht ganz originalgetreu. Da haben sich auch, glaube ich, viele drüber aufgeregt, als das Spiel erschienen ist. Und die andere Sache ist, dieser Zug endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste. Die andere Sache ist, wenn man jetzt hier mal nach draußen guckt, wir fahren nämlich nicht mit dem BVG, ne? Also BVG, Berliner Verkehrsgesellschaft oder so ähnlich, sondern wir fahren mit dem BVB. Also alle Bayern-Fans bitte hier an dieser Stelle ausschalten. Nein, Quatsch. Aber das ist schon lustig, dass die haben sie die Lizenzen einfach nicht für bekommen. Aber ansonsten sieht das doch schon echt schnieke aus, ne? Jetzt läuft die Zeit natürlich weiter. Hier können wir uns auch Sachen kaufen. Ach, Chip ist auch dabei. Jägermeister, alles Mögliche. Lustig. So, jetzt müssen wir, was müssen wir jetzt machen? Müssen wir jetzt hier auf der Seite irgendwas abrüsten? Ich glaube, das muss erstmal auf 0. So, und ich würde sagen, dann können wir jetzt auf die andere Seite gehen, glaube ich. Müssen wir, glaube ich, sogar auch. Oder warte mal, ich gucke nochmal kurz hier, was die jetzt eigentlich von uns wollen. Station HPU. HPU. Abfahrt 36. Ich glaube, wir müssen jetzt in eine Richtung, ne? Ich bin mir dem jetzt aber nicht ganz sicher. Weil hier ist jetzt Hermannplatz und wir müssen ja irgendwie wenden. Aufgrund der Bauarbeiten. Kommt man hier hoch? Nee. Erst. Kann ich jetzt nicht lesen. Ja, das ist jetzt schade, die Textur ist jetzt wirklich nicht schön. Aber gut. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir hier jetzt alles. Müssen wir jetzt in die Richtung fahren? Ja, in die Richtung müssen wir fahren. So, okay. Einsteigen bitte. Jetzt müssen wir erstmal das wieder umstellen hier. Moment. So, jetzt haben wir es umgestellt. Perfekt. Zurückbleiben bitte. So, und los geht's, würde ich sagen. Mit 30 km/h hier raus. Schön. Melde keine besonderen Vorkommnisse. Verstanden. Aber ich habe gehört, in manchen Missionen spielt das dann auch wirklich eine Rolle, also dass man die Funksprüche dann ausführen muss. Und da bin ich schon mal gespannt drauf. Weiß nicht, dürfen wir schon schneller als 30 fahren? Wahrscheinlich nicht, weil wir gleich aufs andere Gleis wieder genutzt werden. Aber ich bin mir dem jetzt nicht ganz sicher.
Eigentlich sollte man ja nur dann beschleunigen, wenn man sich wirklich sicher ist, ne? Und sicher bin ich mir hier gerade überhaupt nicht. In meinem Tun. So, 2,5, okay. Ja, aber wir haben die Verspätung schon ein bisschen reingeholt. Und ich glaube hier, das ist auch der erste Teil, in dem man frei sich bewegen konnte, wirklich. Also, weil hier kann man auch in die Tunnel reingehen. Das war bei World of Subways Volumen 1 noch nicht. World of Subways, verdammt, ich kann es nicht aussprechen. Ausstieg rechts. Okay, die Bewertung wird jetzt gleich nicht so gut. Aber gut. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. Wobei zurückbleiben bitte ist, glaube ich, schon realistisch. Das sagen die auch immer. Bitte zurück. Nee, oder sagen die bitte zurückbleiben. Oder nee. Zurückbleiben bitte ist, glaube ich, schon realistisch. Aber wie gesagt, das ist das. Also, natürlich, ich bin schon mal in der Berliner U-Bahn gefahren, aber an sowas erinnert man sich dann nicht genau, finde ich. Also. Zumindest nicht, weil es ist natürlich schon dem nachempfunden so, aber ich weiß es jetzt halt nicht mehr ganz genau, wie das ist. Aber ich habe nur gehört, das hatte ich in dem Artikel auch gelesen, dass die Ansagen und so, dass da viele Ungereimtheiten sind quasi. Aber ich meine, natürlich kann man jetzt sagen, ah, ich will aber alles hundertprozentig realistisch haben, aber ich meine, dieses Gefühl, wie gesagt, mir geht es eigentlich nur um dieses U-Bahn-Gefühl. Dass man auch diesen Geruch in der Nase hat und ne, da bin ich schon zufrieden. Rechts. Weiß gar nicht, wie oft wir hin und her pendeln müssen. Und die Leute sind natürlich mal wieder perfekt, ne? Aber die Leute, die auf dem Bahnsteig stehen. Einsteigen bitte. Oh, wir sind zu früh. Wir sind zu früh. Lassen wir den halt mal ein bisschen rumtun hier. Ich komme hier nicht. Doch, ich komme rein. Weil der Kompressor ackert da vor sich hin. So, jetzt nochmal Türen zumachen. Und weiter geht die Fahrt. Der Sound, ich finde den eigentlich gar nicht so schlecht. Aber da muss man wirklich sagen, World of Subways Volume 1, das war somit das erste Simulationsspiel in die Richtung Zugsimulation, was ich gespielt habe. Nee, davor war noch der Microsoft Train Simulator. Den hatte ich auch gespielt eine Zeit lang. Da hatte ich mir mal so ein Bundle gekauft, wo ganz viele Add-ons dabei waren, aber ich habe nie verstanden, wie man diese Add-ons installiert. Das war dann ziemlich blöd, weil natürlich will man die dann auch spielen, ne, und nutzen, aber das ging dann halt irgendwie nicht. Naja, weil da gab es auch so einen LKW auf Schienen und so, das war richtig cool eigentlich, aber naja. Mehringdamm, Übergang zur U6, Ausstieg links. Das war mal eine perfekte Durchsage hier. Uran, wir machen teuer. Das finde ich auch ziemlich lustig mit diesen Anspielungen. Natürlich, wahrscheinlich der eine oder andere wird jetzt sagen, ja, die sollen sich lieber hier, ne, die sollen das jetzt nicht so witzig nehmen, oder dieses Taxi gefällig, ne, das ist ja auch sehr, ja, eigentlich sehr, witzig gehalten, ne. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. Aber ich find's ganz okay. Kann man machen. Interessant finde. In der Einstellung beschleunigt er, wenn ich jetzt einen rübergehe. Ach, dann hält der vielleicht die Geschwindigkeit oder was? Weil dann beschleunigt er nicht mehr.
und hält. Ach so, dann hält er tatsächlich. Weil wir werden wahrscheinlich auch demnächst auch die neue U-Bahn fahren hier. Und die hat nämlich eine ganz tolle Funktion. Da kann man nämlich nur mit den Zahlen fahren. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 auch noch. Weil dann wählt man, das ist nämlich eine Vorwahl quasi. Also wie bei der AFB, also der automatischen Fahr- und Bremssteuerung, kann man einfach wählen. Ich will jetzt 20 fahren. Und dann hält er die Geschwindigkeit. Und das ist ziemlich cool. Ah, da sind wir ja wieder. Übergang zur U1. Ausstieg links. So. Dieser Zug endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Jetzt bin ich mal gespannt, war es das jetzt? War das der Pendelverkehr? Oder müssen wir nochmal? Na? Na? Moment, jetzt kommt Jump'n'Run-Strategie. MU. Also müssen wir wahrscheinlich nochmal. Also würde ich sagen, wie es weitergeht hier in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.